Diese Aufnahmen sollen eine der Festnahmen zeigen, das behaupten belgische Medien. Nun bestätigt die Staatsanwaltschaft, es ist der erste echte Erfolg der Behörden seit den Anschlägen. Unter den Festgenommenen sind zwei Männer, die die Ermittler für Mittäter der Brüsseler Attentate halten. Einer von ihnen ist Mohamed Abrini. Der Belgier wird schon seit den Attentaten von Paris gesucht, als Komplize des ebenfalls Terrorverdächtigen Salah Abdeslam. Nun scheinen die Behörden Hinweise zu haben, dass Mohamed Abrini auch der Mann mit Hut sein könnte, jener dritte mutmaßliche Flughafenattentäter, den Belgien seit 2,5 Wochen sucht. Auch die Identität eines weiteren Festgenommenen bestätigte die Staatsanwaltschaft. Es handelt sich um den Syrer Osama Krayem, der unter dem Decknamen Naim El-Hamed bereits in die Attentate von Paris verwickelt gewesen sein soll. Die Spurenlage deutet darauf hin, dass auch er direkt an den Brüsseler Anschlägen beteiligt gewesen ist. Was genau wird den beiden zur Last gelegt? Detaillierte Informationen dazu gibt die Staatsanwaltschaft zur Stunde bekannt. Und die Pressekonferenz der Staatsanwaltschaft in Brüssel, die beobachtet Stefan Leifert. Was haben Sie denn da im Moment für neue Informationen? Ja, die Pressekonferenz ist vor ein paar Minuten zu Ende gegangen und es bestätigt sich, dass den belgischen Behörden hier wirklich ein großer Erfolg gelungen zu sein scheint. Was man schon sicher weiß, ist, dass unter den insgesamt 5 festgenommen auf jeden Fall Mohamed Abrini ist. Mohamed Abrini ist einer der Pariser Komplizen bei den Pariser Attentaten. Was noch fehlt, ist der eindeutige Hinweis dafür, dass er tatsächlich der dritte Flughafenattentäter von Brüssel, also der berühmte Mann mit Hut ist. Aber es spricht offenbar einiges dafür, zum Beispiel die Tatsache, dass man seine DNA-Spuren in der Wohnung gefunden hat, in der die Brüsseler Anschläge geplant und die Bomben gebaut worden sind. Ein zweiter dicker Fisch ist der berühmte Osama K. Auch ihn hat man heute festgenommen. Er könnte möglicherweise der zweite der Attentate hier aus der Brüsseler Metrostation sein. Was dafür spricht, ist die Tatsache, dass man auf einem Überwachungsvideo sein Bild gefunden hat an der Seite des Attentäters, der sich dann hier in die Luft gesprengt hat. Also die Bestätigung dieser Informationen steht noch aus. Es spricht aber viel dafür. Die Behörden sind deswegen so vorsichtig, weil sie schon mal fatal falsch lagen und 3 Tage lang glaubten, den dritten Flughafenattentäter gefasst zu haben. Deswegen jetzt diese Vorsicht. Bis morgen werden wir wahrscheinlich noch warten müssen. Dankeschön erstmal für diese Informationen.